Die Klassenzimmerstücke sind ja eine unserer Grundsäulen, also eine der Grundsäulen des Spoken Word Theaters. Es geht darum, dass wir Stücke geschrieben haben, die in den schulischen Rahmen passen sollen. Also das bedeutet, wir kommen an die Schulen, wir bringen alles mit, alles was man so braucht. Technik. Viel. Viele Requisiten. Und es passt halt perfekt in den schulischen Rahmen. Es sind genau 2 Schulstunden. Wir haben die Stücke ungefähr auf 45 Minuten Spielzeit konzipiert. Danach können die Schüler ein bisschen runterkommen. Wir machen eine Fragerunde mit uns. Wir moderieren diese Fragerunden. Das ist natürlich auch für die Lehrer immer sehr interessant, dass die Lehrer auch Fragen stellen können. Das nutzen sie immer auch sehr gerne. Und es ist perfekt für die Jugendlichen. Genau, also das Praktische ist, also erstmal noch was den praktikablen Aspekt angeht. Wir spielen direkt in Klassenzimmern, man kann uns in eine Aula setzen, wir spielen in Turnhallen, auf Kleinkunstbühnen, also in Jugendzentren. Unsere Stücke sind so konzipiert, dass man sie räumlich vergrößern oder verkleinern kann, würde ich sagen. Genau. Dadurch passen wir uns den äußeren Gegebenheiten an, das ist natürlich für die Schule interessant. Für die Schüler ist interessant, dass wir uns inhaltlich mit ihren Themen auseinandersetzen, die aber durchaus auch für die Lehrer wiederum interessant sind. Also zum Beispiel mit Essstörungen oder dem Thema Rassismus haben wir jetzt bald Premiere. Ja. Und wir erzählen es aber nicht aus einer belehrenden oder pädagogischen Sicht, sondern wir recherchieren sehr genau psychologisch, was ist in einem bestimmten Alter relevant, was berührt mich, welche Sprache spreche ich, dadurch auch sehr viel Poetry Slam Elemente. Ja. Und wir erzählen es aus der Perspektive der Jugendlichen, sodass sie sich darin wiederfinden können und sich dafür öffnen können und neue Perspektiven entdecken können. Genau. Und wir versuchen auch immer, ihre Sprache zu nutzen. Ja. Also es ist eine sehr, sehr jugendliche Sprache. Ja. Nicht immer ganz perfekt, aber genau das ist es eben. Genau. Wir wollen es halt nicht perfekt haben, sondern das soll die Jugendlichen abholen. Und irgendwie scheint es zu funktionieren. Ja.